Viel Spaß, es geht weiter mit Civ 6, das Spiel, das unsere Leben verändert. Und, was haben wir hier für Beförderung? Bekehrer, Bekehrer, Bekehrer. Ja, machen wir später. Also ohne eine Karavelle ziehen wir nirgendwo hin. Mit er bleiben wir hier einmal kurz. Decken hier nochmal kurz alles auf. Ja. Hiermit geht's einmal retour. Ach, das ist eine Galeere nur. Einmal rauskriegen, wie es hier so aussieht. Immer schön auf den Straßen bleiben, das geht am schnellsten. Hier hatten wir eine Karavelle gebaut. Das ist ein Hain. Drumherum also keine Modernisierung bauen. Nee, der Hain steht noch nicht. Nur das Schutzgebiet. Im Bau. Das wird von Svenet ausgebaut. Genau. Mit dem hier vorne ging es hier hin. Mit ihm könnte man in der Zwischenzeit schon mal hier rüber wetzen. Ein Apostel mit dem Bekehrer. Macht hier erstmal ein Nickerchen, oder? Geht einmal von hier aus gleich an Land, ins Wasser. Wollen ja sowieso, ihr kennt mich ja, ich bin ein großer Freund davon, dass man mit allen gleichzeitig runtergeht, rübergeht und nicht Schritt für Schritt. Deshalb kann man noch ein bisschen abwarten. Da ist ein Apostel, der ist neu entstanden. Alles Bekehrer. Warum so viele Bekehrer? Übersetzer. Übersetzer hatten wir noch keinen. Das ist eine gute Kombi. Da haben wir aus dem Kollegen hier vorne den Bekehrer, der den Leuten den Druck nimmt. Also ist der, der quasi die fremden Religionen raussaugt aus der fremden Stadt. Dann haben wir hier vorne noch einen in der Art. Nee, das war ein Übersetzer, ne? Ja, das ist ein Übersetzer, ein Bekehrer. Das ist eine tolle Kombination, wenn es genau so ist. Das hier war der Disputant, das ist der Kämpfer. Und aus dem können wir beides machen. Wir warten erst nochmal ab. Wir kaufen erstmal den nächsten jetzt. Also im Idealfall, Bekehrer und Übersetzer im Verhältnis 1 zu 2 zu haben, fände ich nicht schlecht. Aber ist natürlich jetzt sehr ideal gedacht. Hier vorne haben wir repariert. Bilden ein Dreieck, dann haben wir alle mehr Nahrung insgesamt. Da haben wir eine Sphinx hingesetzt, passt. Vielleicht hier eine Mine drauf, damit wir ein bisschen mehr Produktion bekommen. Das Eisenvorkommen von hier, mit Mine bitte anschließen. Ein Schutzgebiet hier, eines hier, da brauchen wir nichts drumrum. Da habe ich echt Mist gebaut. Wir wollten den hier entfernen. Das ist peinlich. Das ist so peinlich hier. Einmal die Modernisierung wegmachen. Jetzt von West nach Ost einmal durchrennen.
Na, das ist ein Stadtstaat. Dann male ich mal die Straße. Schau mal, was hier entsteht. Ein Ruhrgebiet, das Weltwunder Ruhrgebiet. Aber dafür haben wir den Heiligen Bullen. Man muss Prioritäten setzen. Ach toll, da ging es gar nicht durch. Karavelliere weiter einmal lang tuckern, Küste weiter aufdecken. Und eine Runde weiter. Politikkarten, die wir drin haben. Einheiten sparen Geld, Annehmlichkeiten, Einflusspunkte, Geld, Glauben, Forschung. Und in der nächsten Runde, jetzt der Rundenwechsel, und jetzt bekommen wir ein Heldenzeitalter. Das würde sehr, sehr cool werden. Geld haben wir genug. Könnten wir mal schauen, ob wir Eisen oder Pferde an jemand verkauft bekommen. Bekommen wir allerdings nicht. Salpeter könnten wir vielleicht verkaufen. Gold. Sind wir selber. Ich dachte gerade, wer ist denn das? Sie hat mittlerweile schon etwas. Ich glaube, am meisten wollte er uns eigentlich eben gezahlt haben. 14. Na komm, wir fangen mal an zu verkaufen, ja. Elf Gold, 30 Runden lang und weg damit. Jetzt kommt der Zeitalterwechsel. 213 Glauben jede Runde. Danke, Schlasi. Vibi, mein Held, kriegt ein eigenes Zeitalter. Sehr witzig. Sehr charmant. Industriezeitalter, eben dunkles Zeitalter. Monitor in dunklen Farben gehalten. Alles nicht farbsatt, sondern grau in grau. Jetzt goldenes Zeitalter. Farbschock für uns. Ein Zeitalterpunkt. Kolonialismus. Die gewaltsame Verbreitung der Vernunft. Aber wer verbreitet sie unter denen, die kolonisieren? Fischerboote geben einen Produktionspunkt erstmals. Das hilft uns gar nicht. Das wäre spannend. Kolonialsteuern, etwa die Hälfte unserer Städte, eher ein Drittel, liegen auf einem anderen Kontinent als die Hauptstadt. 10% mehr Produktion, 25% mehr Geld. Widmungsbonus wählen. Drei Stück Heldenzeitalter, normalerweise nur eine Widmung. Nein, nein, schaut mal, keiner hat ein goldenes Zeitalter, keinen Held. Die meisten normal und Aminatoren dunkles. Das ist ja krass. Drei können wir uns holen. Wir holen das Herzschlag des Dampfes, damit wir bei unseren Campusdistrikten auch Produktion bekommen und nicht nur Wissenschaft durch den Nachbarbonus. Gewasserte Einheiten sind schneller unterwegs. Das hilft uns sehr bei der Missionierung. Zwei Fortbewegungen extra. Und die Münzreform, damit unsere Händler nicht geplündert werden können. Das ist es. Zu den Waffen brauchen wir nicht. Wir machen wollen mit niemandem einen Krieg machen. Militäreinheiten sollen nicht schneller gebaut werden. Das machen wir so. Okay? Und ihr habt gelesen, weil einer unserer Bonusse, die wir bekommen haben, der Widmungsbonus heißt,
Wicks und Drakon, es sollten wir auf einem anderen Kontinent eine Stadt gründen als die Hauptstadt, hat die Stadt statt einem 4 Stadtbürger. Das ist die Kontinentlinse. Das heißt, sollten wir in Columbia doch eine Stadt gründen wollen, hätte sie 4 Bürger. Da müssen wir aber einen guten Grund für haben. Also für den Religionssieg ist das egal. Alle Luxusressourcen, die es hier gibt, holen wir uns auch so. Das ist also, wir meinen es ja ernst mit dem Religionssieg. Deshalb, das ist natürlich verlockend, das ist irgendwie cool, aber jetzt einen Siedler bauen, das ist einfach nur Ablenkung. Da haben wir nichts von. All diese Sachen importieren wir auch so und für ein Apfel und ein Ei. Von Leuten, die uns noch ganz gern haben. Hein ist da. Und zwar hier vorne. Und das bedeutet, genau, dass wir hier die Modernisierung entfernen müssen. Weil die sonst keine extra Erträge bekommen durch den Hein. Leute, das ist alles so attraktiv. Selbst wo die Mine steht und alles andere kaputt macht an Attraktivität, ist es immer noch top. Das ist so krass hier. Aber die beiden würde ich trotzdem entfernen. Da haben wir nämlich mehr, zwar weniger Produktion, aber mehr sonst von allem her. Hein steht. Mehr Glauben. Heilige Stättengebet. Sollen sonst machen. Glauben, Glauben, Glauben bitte. Um schnell voranzukommen. Alles andere brauchen wir nicht. Wir brauchen auch keinen Kornspeicher und kein Nix. Wir gehen ins Heilige Stättengebet. Naturgeschichte, mehr Annehmlichkeiten durch Gebäude auf Unterhaltungsdistrikten, mit denen wir nicht unbedingt Probleme haben, dauert auch eine Weile, ging über die Urbanisierung, Wohnviertel bauen. Nationalismus. Einheiten zusammenfügen, also unsere Karavellen zu einem Chor zusammenbilden, damit wir die Einheiten besser beschützen können. Ein weiterer Gouverneurstitel, das ist schon eher spannend, denn wir haben noch Armani noch nicht eingesetzt. Und sie gibt einen Dank des Audienzsaals im Regierungsplatz, dort wo sie ist, 4 Wohnraum und 2 Annehmlichkeiten. 4 Wohnraum und 2 Annehmlichkeiten. In die Richtung gehen wir dann. Politikkarten ändern. Also wir brauchen noch keine Karte, die uns mehr theologischen Kampf einen Bonus gibt. Die ist noch nicht nötig. Ich würde alles so lassen, wie es gerade ist. Wie man Cäsar als spielbaren Charakter bekommt, den Inhalt besitzen, ist der Anthology-Version von Civ 6. Und also alles, was es sonst gibt. Und dann im Hauptmenü deinen Account verknüpfen mit einem Account beim Publisher 2K. Und dann bekommst du Julius Caesar gratis. Spiele einmal neu starten dann. Liebe Grüße an Hinterweitler. Was meint unser North Bull bei Memphis? Was roden? Den rechten Dschungel stehen lassen, den oberen roden. Welchen oberen? Den da oben roden? Dann wären alle atemberaubend. Den stehen lassen, weil er nur ein Feld schwächt, nämlich nur das hier. Das ist 3. Wenn man den entfernt, würde der beide stärken. Der käme auf +3. Der hier käme auf 4. Dann wäre das Feld atemberaubend. Und dann könnte man den stehen lassen, richtig? Das stimmt. Aber warum das dann atemberaubend wird, erschließe ich mir nicht, weil das ist nur auf +2. Ich glaube, das ist, glaube ich, ein Denkfehler. Aber den könnte man roden. Das ist, den könnte man auf jeden Fall roden. Für beide hier. Das ist richtig. Dann lassen wir den hier stehen. Wobei, warum soll man den stehen lassen? Was haben wir davon? Dann käme das Feld nämlich auch auf 0. Hätten wir etwas mehr Wohnraum, ist eigentlich egal. Weil der hier noch gerodet wird. Also den roden und den roden. Das läuft auf genau dasselbe raus. Ob wir die beiden roden
oder ob wir die beiden roden. Es hat keinen Unterschied zu... Ach so, du... Nee, schau mal, das ist... Ja, stimmt, dann würden der... Ja, jetzt stimmt, genau. Wenn die beiden roden würden, dann wäre nur der hier atemberaubend. Und wenn die beiden roden, dann werden die beiden atemberaubend. Das stimmt, jetzt habe ich kapiert. Du hast absolut recht. Guter Vorschlag, danke dir. Ne, das ist... Wenn wir die beiden Roden bekommen, werden die beiden Felder bekommen. Das Feld hier auf 4. Und das ist dann Atemraum bei der Anziehungskraft. Und das bekommen wir von 3 auf 4. So, mit denen, jetzt können wir einen weiteren Apostel kaufen. Was ist das für einer geworden? Ein ganz langweiliger. Am spannendsten ist ein Ablassverkäufer, dass man ein bisschen Geld bekommt. Wir könnten ihn als Heidenbekehrer mitnehmen für den Fall, dass wir von der Karavelle bedroht werden. Um die bei uns an Bord zu holen. Die 100 Gold sind uns eigentlich Wumpe. Das wäre am spannendsten noch. Kaufen noch ein. Wir können schon anfangen, einen Guru zu kaufen. Mit allen rüberziehen. Das könnten wir auch schon. Dann oben rum missionieren und die ersten umdrehen. Ja? Weil Gurus sind auch langsamer als die anderen Einheiten. Ob der auf dem Wasser diese Fähigkeit verwenden kann, den Heidenbekehrer? Puh, das ist eine gute Frage. Habe ich gerade vergessen. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich gerade nicht erinnern. Ich kann es nicht anders sagen. Ich weiß es einfach gerade nicht. Das heißt im Chat, er kann. Wir brauchen mindestens ein Schiff zum Bekehren. Ich glaube, wir machen noch aus einer Galeere noch eine Karavelle. Wir fahren mal rechts rum hier rauf. Oh, eine Durchfahrt. Sehr spannend. Soweit es geht, decken wir hier alles auf. Hier oben kommen wir leider nicht durch, da habe ich mich völlig verlaufen hier. Einmal hier langfahren bitte. Get Horizontal. Vielen Dank fürs zweite Abo. Durch YouTube gekommen, um auf Twitch zu bleiben. Danke für die netten Sätzlein. Schön, dass du hier mit so viel Freude dabei bist. Liebe Grüße an Get Horizontal hier. Im Ernst, danke. Ja, die sind ja schon dicht nebeneinander. Dann können wir mit einem im Prinzip durchfahren. Vielleicht kommt man hier sogar durch. Mit ihm die ganze Küste hier abfahren. Kommen mit der Karavelle, die im Osten ist, eigentlich zurückfahren und die Apostel bewachen. So, hier machen wir einmal die Nahrung weg. Wir müssen erstmal die Weide wegmachen, damit wir gleich die heilige Stätte borgen können. Eine letzte Aktion, der kann als Reparateur hier bleiben.
Dann hier vorne bitte einmal Eisenmine anschließen. Hier ein Schutzgebiet, ein Schutzgebiet. Hier wollten wir eine Modernisierung entfernen. Hier schließen wir die Bananchen an. Und der Kollege macht bitte hier die Mine weg. Denn die Mine gibt nur zwei Produktionen mehr. Wenn wir die entfernen, kriegen wir durch den Hain zwei Nahrung, zwei Glauben, zwei Kultur. Habe ich die Weide gebaut? Nicht im Ernst. Habe ich die nicht weggemacht gerade? Mach mich nicht fertig. Im Ernst? Ich dachte, die war da weg. Ist ja nicht zu fassen. Das kommt, wenn man hier auf schnell spielt. Dann gibt's mehr Fehler als sonst. Und eins weiter. Du kommst von Tat. Vielen Dank für diesen fürs Fachsimpel im Chat. Julius Caesar, Rom, Truppen für Rom? Er fühlt sich anscheinend von unserem Scout bedroht. Sehr bizarr. Sehr, sehr seltsam hier. So, wir kaufen vielleicht noch einmal einen Apostel. In irrem Tempo kaufen wir hier alles. Dann könnten wir sogar einen zweiten Guru noch kaufen hier vorne. Der bräuchte aber lange, bis er vorne wäre. Hier hatten wir keine heilige Stätte gebaut, ne? Hier ist eine im Bau. Und hier vorne soll eine noch entstehen. Tatsächlich. Immer also echt. So, Mine gebaut hier vorne. Industriegebiet sehe ich uns nicht mehr bauen hier. Aber wir bauen doch jetzt erstmal die heilige Stätte aus. Also man weiß nicht. Ich vermute eher nach dem Bau der heiligen Stätte, wenn wir nur Glaubenspunkte dort generieren. Durch dieses Prophetenprojekt und sonst nichts mehr machen. Wie sieht es mit Wohnraum aus? Dauert nicht mal allzu lange. Hier einmal Sumpf entfernen, Bauernhof drauf bauen zum Beispiel. Eine Plantage bitte. Eine Mine bitte. Damit überhaupt der Bau der Gebäude hier halbwegs in Tempo läuft. 19 Produktionen. Ja. Hier vorne bitte eine Mine drauf. Sphinx eher aus Schwemmland, da sind die Erträge höher. Einmal Dinge aufdecken, bitte. Ah, er wird uns der Weg versperrt, allerdings nur von zwei Galeeren. Die müssen nur in Reichweite einer Stadtmauer schicken und alles ist gut. Hier fahren wir zurück, um die religiösen Einheiten gleich zu bewachen. Ich finde, wir können noch ein paar Späher rüberschicken. Hier vorne haben wir einen Krieger. Gibt es irgendwo noch einen Späher, der nichts zu tun hat? Haben wir irgendwo zwei Militäreinheiten in einer Stadt, in der wir nur eine brauchen? Hier vorne. Ich schicke den, weil die sind im Augenblick nur dazu da, um ein bisschen Annehmlichkeiten zu generieren.
Und Annehmlichkeitenprobleme haben wir, weiß Gott, nicht wirklich. Wir schicken mal einen in Etappen Richtung Westen. Ja, hier kann man sogar raufskillen. Zwar sehr billig gegen Galeeren, würde ich machen. So, mit dem Speer. Können wir jetzt diesen Teil der Karte einmal aufdecken. Okay. 5 Zeitalterpunkte, weil wir die erste Weltumsegelung in der Geschichte gemacht haben, Richtung Osnavest. Müssen wir ein bisschen aufpassen, hier ist irgendwo eine Karavelle. Die ist schneller und stärker. Wenn es die erwischen würde, dann doof. Und der Karavelle hier vorne wiederum. Ja, fahren wir mal tief hier rein. Versuchen so viel wie möglich noch aufzudecken. Und wir wissen, wo die Städte sind, die wir missionieren wollen. Eine Runde weiter. So. Ja, das Tempo, in dem wir Glaubenspunkte generieren, ist Wahnsinn. Ist echt Wahnsinn hier. Heilige Städte, Gebete im Bau, Uni, Diplomatenviertel, Heilige Städte, Hain, Schutzgebiet, dann Hain, Stadtmauer wird gleich durch Heilige Städte ausgetauscht. Hier vorne, hier kann man auch schon, wir können auch einen Guru rekrutieren und dann hier rüber schicken. Der braucht nur lange, bis er da ist. Aber wir können den schon mal mitnutzen hier. Missionar geht nur, Guru geht noch nicht. Ich weiß nicht, ob wir die Missionare rüberschicken wollen. Die sind gut zum Flankieren von Einheiten in der Offensive. So Verbrauchseinheiten. Aber ich würde im Augenblick, wo wir noch so stark sind, eher mit den Aposteln arbeiten. Welthunder baue ich gerne und gucke ich auch nicht nach. Ein Streitwagen Richtung Westen schicken, heißt es. Du meinst den Mariano Bogenschützen? Der ist gar nicht... Doch, 4 Fortbewegungspunkte. Den könnten wir mitnehmen, um links den Kontinent aufzudecken. Ja, können wir machen. Hier ist ein Krieger. Hier sind ja 2. Na wunderbar. Schicken wir den hier hin. Klasse. Lösung gefunden.